Pharrell Williams, er wird der Kreativchef bei Louis Vuitton. US-Star Pharrell Williams, 49, wird neuer Kreativchef beim französischen Luxuslabel Louis Vuitton und wird damit Nachfolger von dem im November 2021 verstorbenen Virgil Abloh. Das bestätigten der Musiker und das Modehaus am Dienstag, den 14. Februar 2023. Louis Vuitton freut sich. Pharrell Williams als neuen Kreativdirektor für Männer begrüßen zu dürfen. Seine erste Kollektion für Louis Vuitton wird im kommenden Juni während der Men's Fashion Week in Paris vorgestellt. Ist zu einem schwarz-weiß Foto von Williams unter einer LV-Decke auf Instagram zu lesen. In der Erklärung zur Personalie heißt es, Pharrell Williams ist ein Visionär, dessen kreative Universen sich von der Musik über die Kunst bis hin zur Mode erstrecken und der sich in den letzten 20 Jahren zu einer globalen kulturellen Ikone entwickelt hat. Anführungszeichen. Weiter schrieben die Verantwortlichen, die Art und Weise, wie er die Grenzen zwischen den verschiedenen Welten, die er erforscht, sprengt, passt zum Image von Louis Vuitton als kulturellem Haus und unterstreicht die Werte von Innovation, Pioniergeist und Unternehmertum. Anführungszeichen. Der Happy-Sänger tritt mit seinem neuen Job ein schweres Erbe an. Virgil Abloh, 1980 bis 2021. Der zuvor diese Position innehatte, wurde 2018 bei Louis Vuitton als künstlerischer Leiter der Herrenlinie angestellt. Er war der erste schwarze Designer für die Marke und starb am 28. November 2021 im Alter von nur 41 Jahren nach einem zweijährigen Kampf mit einer seltenen Form von Krebs. In den 3 Jahren, in denen er die Herrenmode für Louis Vuitton leitete, konnten seine Designs weltweit große Erfolge feiern. Denn er brachte Innovation und Kreativität zum französischen Traditionshaus.